Hallo zusammen, ich bin Besser Gummibom und willkommen zurück zu Let's Play Civilization 6 als Australien. Auf unserem Weg Richtung Kultursieg sind wir. Wir haben hier unseren ersten Spion ausgebildet. Und jetzt will ich eigentlich mal gern wissen, wer von euch hat schöne Dinge, die ich gern klauen würde. Du bist ein kulturloser Bastard. Hallo. Du hast zwei Sachen. Das ist die Ilias, das ist nur eine Schrift von... Okay, die kann ich, die Reliquien kann ich irgendwie nie killen. Aber die Ilias, killen. Ich habe zu viele Killerspiele gespielt, als ich klein war. Nein, ich meinte natürlich nicht klauen. Du hast die andere, warum habt ihr nicht die gleiche? Egal. Hey, Arabien. Du hast auch wieder nur eins, wieso sind die alle so verstreut? Ne, wenigstens wird dann niemand allzu böse auf mich, wenn ich so abwechselnd überall durch... du hast zwei Sachen. Und du hast mich schon. Ja, du bist wirklich böse. Ich meine, schau ihn dir an. Unbekannter Grund, unbekannter Grund. Okay. Also wir könnten mal mit den Handelswegen trotzdem anfangen, nur um die Beziehungen zu verbessern. China, hoffentlich hast du nicht viele. Weil das würde mich etwas stören. Nein, das ist gar keine. Wunderbar. Gut gemacht, China. Dann kriegen wir uns da nicht in die Haare. Japan. Where is it going? Du bist klein und unbedeutend. Ich glaube, ich schicke ihn zu dir. Aber jetzt weiß ich nicht welchen. Nein, kein großes Werk. Was war das jetzt? Kyoto. Also hast du es im anderen verstaut, oder was? Neue Stadt. Osaka. Kein Werk zum Stehlen. Bei beiden nicht? Nein, Inu muss es ja sein. Inu muss das verdammte Werk hier stehen. Oder hast du es einfach nur und hast es nirgends ausgestellt? Das wäre wirklich die größte Verschwendung von dem Herrn. Nein, ich will das nicht machen. Ich will das. Okay, das dauert also ein bisschen. Ich finde das ein bisschen umständlich, dieses Spionage-Ding. Der hat wirklich. Der hat die aber nicht ausgestellt. Ja, dann gehen wir zu Friedrich. Der mag mich eh schon nicht mehr. Nicht da. Shit, sorry. Bin verwirrt. Friedrich! Altes Haus, wo bist du denn? Okay, in den Städten, die ich bei dir sehe, hast du es auch nicht. Jetzt. Okay, dann vielleicht doch zu Sumerien? Sumerien? Das kann ich niemandem beklauen, obwohl ich es wollte. Uruk, da ist es doch sicher. Da ist es. Ja, wir klauen mal was. Warum sich... Hast du da oben noch eine Stadt? Ah, ich hätte besser forschen sollen. Naja, was soll's. Shit happens. Dann, du musst mal einen Kornspeicher bauen. Eins nach dem anderen. Ah, und du brauchst nach Logen. Kaufe ich den wieder? Nein, genau, ich mache es so. Naja, 29 Runden? Nein, ich mache es doch nicht so. Ich baue einen Kornspeicher und ich kaufe den blöden Archäologen. Wenn das 29 Runden dauert. So viel Zeit habe ich nicht. Wir haben schon Runde 175. Das ist allerhöchste Eisenbahn. Aber wenn ich das machen will, dann kann ich nicht... Egal. Ich meine, wir haben eh gerade kein Problem mit Zufriedenheit, aber trotzdem. Ich kann nicht vorsichtig genug sein. Ah ja, und einen Siedler wollte ich mir auch noch kaufen. Ah, zu viel zu tun. Jetzt habe ich doch zu wenig Geld für alles Zeug. Dass ich Geld aus dem Fenster werfen will. Wuhan? War Wuhan dort, wo meine schönen dritten... Nein, okay. Wo ist Wuhan? Wo? Naja, okay. Schlechter Pan. Ich gebe es zu. Ich habe gleich aufgehört. Bold Mission. Das ist mir sofort aufgefallen. Okay, alle Faktors kommen. Wir haben ein australisches bisher. Jakarta aus der Antike. Perfekt. Das muss es ja sein. Das muss alles aus der Antike sein. Aber alles eine andere Zivilisation. Aber dann kriegen wir ganz viel Chinesische, wenn es da überall rumliegt wahrscheinlich. Das wäre ein bisschen scheiße, naja. Ja, geh mal weiter schon. Du. Da fahr ich mal munter da runter weiter. Einheit benötigt Befehle. Ja, bau bitte den Tabak ab. Mit dir. In Glücken, von Glück nur so überschüttet werden. Wo ist der andere eigentlich? Wo ist der andere Kern? Einen Kerl habe ich darüber geschickt, ja, aber wo ist der dritte? Ah, du bist schon da. Du bist schnell, Junge. Aber vielleicht ist ein paar davon sind vielleicht auch Kabul. Und das andere, das wo immer nix steht, sollte eigentlich Barbaren sein, oder? Hoffe ich zumindest. Oder ich krieg dann nichts. Das wäre ein bisschen blöd. Wieso sollte ich deine Outback Station hinbauen wollen? Spiel. In der Produktion oder was? Achso. Okay. I get your point then. Eine bessere Farm. Ja, leicht gefährlich. Weiß nicht, ob ich mir das hole.
Vielleicht kann ich meinen Armbrustschützen irgendwie runter verschiffen. Mal schauen. Du machst noch das. Willst du das dir nicht auch mal holen, die beiden Gewürze her? Die könnte ich auch kaufen und dann könnte ich wieder Zeug verkaufen. Bankwesen, können wir wieder mehr bauen, das ist super. Ich habe nämlich so viel Produktion. If you owe the bank $100. Wunderbar. Du kommst in die Richtung. Du läufst gleich mal hier hin. Produktion wählen. Was wollen wir hier wählen? Sydney, was hast du gebaut? Ich weiß es nicht. Du musst immer noch einen Archäologen bauen? Jungs. Jungs. So kann ich nicht arbeiten. Ja, dann bau halt einen blöden Archäologen für 27 Runden und werde nie fertig. Crap. Die liegen leider ein bisschen zu weit auseinander. Oh Gott, da ist schon wieder ein Barbarenlager. Ja, da werden natürlich die ganze Zeit Barbarenlager entstehen. Das ist Barbaren-Schlaraffenland hier. Da ist noch mal eins. Das habe ich gerade noch übersehen gehabt. 3, 1. Alles sehr schön. Das sind so schöne Felder. Stadt. Sollte es ein bisschen dankbar sein. Die Jade brauche ich jetzt auch noch nicht unbedingt wirklich. Da wären wir unten vorbei. Dann gehen wir auf der anderen Seite hoch. Hallo, Buenos Aires. China ist jetzt faschistisch. Das wird ein Problem wahrscheinlich. Wir werden sicher nicht faschistisch, das kann ich dir jetzt schon sagen. Liebes China. Faschistisches China, das ist ein bisschen horrorfilmmäßig. Kommunistisch war schon schlimm genug. Hier, also war. Egal. Nicht Politik reden, Gummibaum. Geziemt sich nicht auf einem Unterhaltungs-YouTube-Account. Wir bauen hier einen Archäologen für 30 Runden. You're killing me. Ich habe noch keinen. Ich habe einen Hafen. Ich habe einen Hafen. Drum habe ich kein Handelszentrum. Bin ich gerade äußerst gewundert über mich selbst. Ja, das ist noch zu wenig Produktion. Hier muss ich ihn eigentlich wirklich kaufen. Bau einen Leuchtturm. Wo muss ich ihn jetzt überall kaufen? Überall. Kabul haben wir noch nicht. Antike? Antikes Artefakt. Das heißt, wir kriegen schon unseren ersten. Nein. Das ist nicht das gleiche verfluchte Museum? Fuck, ich dachte, das wäre der gleiche gewesen. Du bist. Aha, nein, ich habe ja mit dir noch nicht gegraben. Alles klar, alles klar. Kein Problem. War nur wieder kurz verwirrt. Okay. Du gehst darauf. Hellebardier schon wieder, oder wie heißt das Zeug? Hellebardier? Wie heißt du? Pikenier. Ha, genau. Aber Hellebarden gibt's auch. Sieht doch eher aus wie ein Hellebard als wie eine Pike, oder? Improvement makes straight roads. I don't know. But the crooked roads without improvements. Roads of Genius. Das müssen wir natürlich gleich wieder ändern. Du kommst dahin. Weil wir brauchen da nicht mehr so viele. Wir bleiben bei dem, was wir momentan haben. Es dauert noch ein bisschen, bis wir dort sind. Bei der Computertheorie. 6 Technologien. 1000 Runden. Cool. Bitte was anderes? Antike? John Curtin, nein. Kann ich Barbaren? Sind das Barbaren? Erschaffen von, ja. Das sind Barbaren. Jetzt kriege ich mein Motto, oder? Bitte sag mir, ich kriege mein Motto. Jetzt bin ich aber wirklich voll installiert. Ja, das habe ich hier ganz übel verwechselt. Naja, shit happens. Wie gehst du da? Wieso bist du... Das ist eine extrem dämliche Idee. Okay, ich will mit dir... So gehen. Du hast jetzt mittlerweile sowas. Der Pikenier verfolgt mich. Nicht gut. Komm dahin. Schlaf ein. Du gehst dahin. Okay. Cool. Nice. Super. Jetzt langsam bist du ein bisschen gierig, mein Freund. Nein, das kriegst du auf keinen Fall. Dafür will ich das nicht haben. Auf den Grenzen kannst du haben, ist mir Schnurz, ehrlich gesagt. Perlen darfst du auch haben, ist mir Schnurz. Kannst du mir einfach Gold, kannst du mir ein bisschen Gold auslegen dafür? 415 zum Beispiel wäre so eine Summe, die ich im Kopf hätte. Nein, okay. Dann vielleicht 250. Daumen mal Pi, okay, I don't care anymore. 7 Gold pro Runde wäre 210 gewesen. Und über längere Zeit. Aber er hätte mir wahrscheinlich mehr gegeben. Das ist einfach... Geh weg. Wie lange verfolgt er mich jetzt?
Das darf ich wahrscheinlich nicht holen, aber einmal könnte ich es ja holen. Nicht wahr? Aber wir kriegen das chinesische Erwerbepflicht eh von da oben. Das ist nur scheiße, weil jetzt gibt es ja keine. Ah, doch! Du hast einen kleinen Umweg darüber. Du gehst mal hier hin. Aha, nein, du gehst nicht hier hin. Evidently. Du darfst nur noch hier hin. Super. Könnt ihr nicht alle mit euren dummen Militäreinheiten hier rumstehen, wenn ich da durch will? Jetzt erst werden wir uns Quellen beschaffen, weil 25% Chancen nehme ich nicht so gerne. Aber ich will endlich mein drittes Artefakt hier haben für meinen Motto-Bonus. Wir brauchen mehr Touristen. Dringend! Schnell! Allianz abgelaufen. Oh! Ja! Wir sind in Freundschaft geeint, China. Wir sind. Können wir wieder eine Allianz machen, bitte? Like, right the fuck now. Bevor Japan draufkommt, dass er mich überhaupt nicht mag. Großer Bruder! Allianz. Ja! 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 Kann ich so frech sein und sie dafür bezahlen lassen wollen? Bart des Evangelisten? Willst du mir nicht geben? 97 Gold pro Runde ist jetzt ein wenig viel für einen Bart. Ich meine, ich bin sicher, es ist ein schöner Bart. Aber come on. Offene Grenzen? Okay, offene Grenzen. Gibst du mir schon mal wirklich Geld dafür? Nein, okay. Wer zu viel verlangt, gebe ich zu. Offene Grenzen. Ist okay. Fine with me. Dauerhafte Botschaft errichten. Ja. Yeah. Perfekt. Wir sind Freunde. Wir haben uns richtig lieb. Gut. Okay, ich muss anfangen. Ich muss anfangen mit den Handelswegen in andere Städte. Habe ich so das Gefühl. Damit mich die Leute lieber mögen. Komme ich überhaupt irgendwo hin? Ich könnte nach Kyoto gehen. Damit der Japaner mal nicht so angefressen ist die ganze Zeit. Der ist echt, ich meine, der ist ein miese Peter. Ah ja, genau, ich bin ja da auf der anderen Seite. Habe ich vergessen. Habe ich kurz gefragt, hä, habe ich noch ein Schiff gebaut? Ja, du bleibst jetzt hier stehen, dann kannst du nie wieder ein drittes Artefakt bekommen. Sag mal, musst du nicht auf dein Lager hier aufpassen? Was ist mit deinen Frauen und Kindern und alles? Wieso bin ich jetzt eine Schande schon wieder? Was ist dein Problem? Gerade waren wir noch Freunde, also nicht Freunde, aber du hast mich nicht mehr gehasst. Nur wegen dem E. Nur wegen China. Claims that cannot be tested. Aber ich bin jetzt wegen dem Navarra-Spiel in Europa Universalis so daran gewöhnt, dass ich einen Sugar Daddy habe. Ich kann es mir gar nicht anders vorstellen. Gott, wir brauchen so viel Zeug. Und ich habe mir nirgends Archäologen gekauft, wenn ich Geld hatte ohne Ende. Okay, das Geld wird jetzt vor der Hand nur noch für Archäologen ausgegeben. Aus dem Haus. Wieso darfst du da. Ich darf da nicht hin? Ich darf nicht durch den Stadtstaat. Ich dachte, ich darf durch den Stadtstaat. Ah, ich dachte, das geht hier. Ich bin so deppert. Ja, okay, ich gebe es zu, ich bin wirklich deppert. Fucking hell. 8 Runden. Dort ist recht, Spiel. Ich hatte Unrecht. Okay. Danke. Musst du es mir nicht unter die Nase reiben. Deinen blöden 8 Runden. Sag mal, nichts habe ich getan, nur in China. Es ist so übel, finde ich ihn jetzt auch wieder nicht. Bist du irgendwie mit allen im Krieg oder was ist denn? Ah ja, okay, now I get it. Niemand mag dich. It's fine. Das heißt, die ziehen mich jetzt alle dann in den Krieg rein. Oder greifst du einfach? Du musst wahrscheinlich alle angreifen, damit sie dich so hassen. Ist okay. You do you, China. Lass dich von mir nicht ablenken. Spion, machen wir als nächstes wieder. Du könntest jetzt mal, nachdem das alles, wow, 9 hättest du. Monument haben wir auch gebaut, wunderbar, Wassermühle brauchen wir nicht. Handelszentrum kann ich nicht bauen. Müssen wir ein schönes Feldchen hier wegmachen. Wobei ein Handelszentrum wäre schon cool, irgendwann das fertig zu haben. Könnte ich nochmal einen Händler machen. Händler sind cool. Oder ein Hafen. Wobei plus 4 Handelszentrum. Was will ich mehr? Ja gut, dann spielen wir das Spielchen halt weiter. Irgendwann ist leider der Kontinent aus, ist das Problem. Wohin will ich mit dir? Ah, du hast da unten wieder irgendwas gebaut. Das ist nett, weil dann sind da keine Barbaren. Dann werde ich mich mit dir mal hierhin bewegen. Du bist ja schon fleißig am Versuch, hier rüber zu fahren. Und wir sind hier angekommen. Ist da ein Barbar hin? Ich warte mal. Also, ich muss eh warten, weil ich es erst in der nächsten Runde hätte draufgehen können. Aber ich wollte es nicht schon anklicken. Ja, okay, wirklich. Niemand mag China. Ich tue es mir mit allen zerstören, nur weil ich mit China verbündet bin. China hat ein Kraftwerk gebaut. China ist auch unangenehm. Wir können mal einfach in die Übersicht schauen. Wissenschaftssieg, Kultursieg ist, bin auch nicht ich. Der hat schon 59 Tourismus pro Runde. Was ist denn mit euch los? Die haben alle viel mehr als ich. Was habt ihr alle so viel Tourismus? Das war beim letzten Mal nicht so. Ja, aber niemand ist wirklich in der Nähe mit irgendwas? Kann das sein? Ja, sind alle eigentlich ziemlich langsam. Naja, uns soll es nicht stören. So, jetzt darf ich dir wieder nach. Oh shit! Er hat mich ausgetrickst.
Okay, da ist mal niemand. Also niemand ist jetzt auch wieder übertrieben, aber nicht in der unmittelbaren Nähe. Nein, mit dir möchte ich nicht reden. Du bist der Grund, dass mich niemand mag. Das macht mich ganz traurig. It's the Hey, Industrial nicht auf mich Revolution schießen. and the growth of urban concentrations that led to a sense of anonymity. Ist das Wahnsinn, so gerne für ein Besatz und Farm durch Wohnviertel? No. Sollte man eigentlich die Farmen durch Wohnviertel ersetzen? Ist das nie aufgefallen, dass man das machen müsste? Kriegt man Nahrung von den Wohnviertelfeldern, wenn man dort Leute arbeiten lässt? Ist mir gerade ein Lichtlein aufgegangen, das mir, seitdem ich Civ 6 spiele, nie aufgefallen ist. Wait a second. Hast du Platz für Leute? Nein, du bringst einfach nur Wohnraum, oder? Keine Ahnung. Du hast das mal gebaut, okay. Du musst auch eine Fregatte bauen. Dann haben wir mal zwei Fregatten. Ja, aber auch noch eine Fregatte. Nur so zur Sicherheit. Und du gehst. Ah, da darf ich nicht. Darf ich da wirklich einfach gar nicht hin? Darf ich nur hin, wenn ich da einen Gesandten drin habe? Moment, steht das da bei denen? Nein, in Lavent habe ich sogar zwei. Ich muss Suzerain sein, damit ich in dein verdammtes Land rein darf. Gut, dann gehe ich halt zu dem. Bitteschön. Bam, er läuft weg. Er hat mich doch nicht ausgetrickst. Nee, definitiv zu wenig Kultur. Ja. Okay. Mal darüber. Mit dir könnten wir eigentlich einfach in der Gegend rumfahren, aber jetzt. Ich hab zu wenig Platz oder so. Hongkong ging noch, Kairo ging noch. Eridu geht? Das ist. Das ist so eine Scheißstadt, egal. Vielleicht mag er mich dann irgendwann lieber. Wenn wir mit Eridu handeln. Oh, nice. Was wird das? Kabul schon wieder? Kabul ist auf der anderen Seite! Dammit. Tickes Artefakt. Ich meine, zweimal Kabul ist noch nicht so schlimm. Habe ich jetzt einen schon ganz. War das jetzt wenigstens das letzte von dem? Und wir haben ein Motto hier. Wunderbar. Da brauchen wir noch eins. Okay, sehr gut. Genau, du bist das Problem. Hier. Wenigstens sind die relativ schnell zu Fuß unterwegs normalerweise. Und dann habe ich jetzt einen noch hier irgendwo unten hingeschickt, oder? Ja, da. Bist du und der andere ist da oben. Okay. Okay. Ah, du stehst eh schon da. Ja, her damit. Was bist du? Lamenta, ja. Haben wir noch nicht. Ich hoffe, das ist alles antik. Und irgendwie findet man meistens antik. Ich dachte, man kann das halt dann so austauschen, je nachdem, was man findet. Wenn man findet 90% antik, dann sind die anderen umso schlimmer, wenn man sie findet. Ah, du hast mal eine Bibliothek gebaut, du brauchst jetzt mal Universität. Kauf dir auch noch einen Archäologen. So, müssen wir jetzt da auch wieder irgendwo anders hin? Ich will eigentlich nicht. Ich will lieber nach Canberra. Du gehst auch nochmal nach Geelong, damit die Eremitage vielleicht ein bisschen schneller fertig wird. So, komm da hin. Irgendwo, du, da kann ich nicht hin, da standen gerade ein Haufen Barbaren herum. Da unten waren auch ein Haufen Barbaren. Geh mal da rein ins Wasser. Dann können wir zumindest mal das hier anschauen gehen. Ist da vielleicht noch irgendwo ein Artefakt? Ich finde das super. Sieht mir momentan aber nicht so danach aus, muss ich sagen. 35 Tourismus machen wir mittlerweile. Wunderbar. Okay, ich habe Quellen erhalten. Das ist auch cool. Ah ja, wo schicke ich jetzt dich hin? Amerika ist gerade nicht so ergiebig, muss ich sagen. Könnte ich eigentlich auch noch hier hinschicken. Kann ich da noch den Sumerern ein bisschen auf die Eier gehen? Und dann dahin, ja, du kommst auch hier rüber. Jetzt verstehe ich mehr Kabul hier. Großes Werküberfall. Ich glaube an dich. Okay. Ja, du kommst dahin. Checkst mal die Lage.
Aber das Toronto eigentlich ganz in der Nähe. Er schießt nochmal auf ihn. Wenn er so blöd da steht, ist er selber schuld. Ja, gut für Pferde und damit du mich magst. Natürlich. Hab vielen Dank. Kein Problem. Wie wär's mit nicht denunzieren, sondern stattdessen irgendwie ein konstruktives Gespräch führen? Wie unter Erwachsenen? Wäre doch eine Idee. Okay, das ist langsam ein paar Rebellionen, liebe KI. Das stört mich jetzt nicht so. Außer wenn meine Archäologen gerade durchlaufen. Dann ist es eher unangenehm. Okay. Du baust jetzt auch mal. Oder will ich jetzt da den Campus bauen? Ja, vielleicht. Aber ich krieg keinen Bonus. Egal. Bauen Campus. Bestes, was du momentan bauen kannst. Du gehst einfach hier mal in Bereitschaft. Du sollst eigentlich den verfluchten Campus bauen, aber du brauchst 39 Runden dafür. Von dem her braucht's das nicht. Naja, wir bauen hier einfach den Markt und freuen uns darauf, wenn wir mehr Archäologen kaufen können. Du schießt noch ihn tot. Also nicht tot, aber fängst du mal an, ihn tot zu schießen. Du gehst dahin. Und jetzt klicken wir nicht auf nächste Runde, sondern stattdessen bedanke ich mich wieder fürs Zuschauen. Hoffe, es hat euch gefallen. Wie immer, wenn es euch gefallen hat, lasst doch ein Like da oder abonniert den Channel. Aber vor allem, schaut beim nächsten Mal wieder vorbei. Vielen Dank fürs Zuschauen. Baba.